Villingen, damals und heute. Die badische Stadt Villingen ist mit ihren zahlreichen Facetten bis heute eine atemberaubende und begeisternde Stadt, die viele sofort in ihren Bann zieht. Selbst der historische Hintergrund ist bis heute nicht in Vergessenheit geraten. Das Markt-, Münz- und Zollrecht wurde 999 von Kaiser Otto III. Verliehen. Und somit lässt die Zähringer Stadt Villingen auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Trotz der langen Geschichte der Stadt ist der mittelalterliche Stadtkern von Villingen zu großen Teilen erhalten. Dazu gehören unter anderem das Münster, die Stadtmauer mit drei erhaltenen von ursprünglich vier Tortürmen, das stadtgeschichtliche Franziskanermuseum sowie das Rathaus. Bildaufnahmen der heutigen Zeit belegen, dass sich trotz allem viel getan hat. Die alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Villingen zeigen einige Ansichten der Zähringer Stadt, die heute fast niemand mehr kennt. Besonders deutlich wird dies, wenn man Bilder von früher mit denen von heute vergleicht. In der neuen Medienreportage Villingen damals und heute werden historische Bilder aus dem Schroff-Archiv mit heutigen Aufnahmen verglichen. Als rasender Reporter hatte Herbert Schroff jahrzehntelang Schlagzeilen geschrieben. Als scharfsinniger Beobachter war er dem Leben in der Zähringer Stadt nachgegangen und alles, was sich seinem intensiven Blick anbot, hat er fotografisch festgehalten. Unzählige Aktenordner voll mit Bildern und Dokumenten aus vergangenen Zeiten. Seine Bilder sind es, die Stimmungen von damals deutlich machen, die das Tempo von einst in der Stille der Schwarz-Weiß-Arbeiten festgehalten haben. Aufgewachsen ist Herbert Schroff in der Hans-Kraut-Gasse. Zu seinem Traumjob kam der legendäre Saba-Reporter eher zufällig. Sein Talent wurde bei einer Saba-Show entdeckt, bei der er mit Improvisationswitz überzeugte. Herbert Schroff ist auch heute noch ein Begriff in der Stadt und nicht zuletzt der Beiname rasender Reporter hat ihn populär gemacht. Rund 200.000 Aufnahmen gehören zur charakteristischen Sammlung von Herbert Schroff. Ein Bilderschatz, der die Betrachter in vergangene Zeiten eintauchen lässt und beim einen oder anderen auch echte Weißt-du-noch-Momente auslöst. Herbert Schroff war immer nah dran am Stadtgeschehen und die Sammlung zeigt, wie die Menschen hier gelebt und gearbeitet, wie sich Kurgarten, Gerberstraße, Hafnergasse und Co. im Laufe der Zeit entwickelt haben. Villingen ist altertümlich und modern zugleich und somit in jedem Fall ein Ort zum Staunen und Hinreißen lassen. Einmalige Einblicke von heute sowie einen Vergleich zu früher bekommen Sie in der neuen Medienreportage Villingen damals und heute